Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Der erste Sephora-Adventskalender hat mir persönlich ja eigentlich ganz gut gefallen und da habe ich ja auch dieses niedliche Pinguin-Accessoire her. Aber Sephora hat noch einen rausgehauen und zwar diesen Oschi für 89,95. Ich bin sehr, sehr gespannt, was drin ist. Ja, es steht hinten drauf. Ja, mein Blick ist da immer drüber geschweift, ja. Aber ich möchte ihn zusammen mit dir ausprobieren. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Christmas Favorites Advent Calendar ist hier das Motto, also die Weihnachtsfavoriten von Sephora. Und Sephora hat ja sehr, sehr hochpreisige Marken im Sortiment und da bin ich ultra gespannt, was sich darin verbirgt. Es gibt auch in diesem Video was zu verlosen. Und zwar habe ich dir ein kleines, aber feines Ensemble zusammengestellt. Huch. Ciao. Das war der Concealer von Make-up Revolution, der jetzt gerade sich verdünnisieren wollte. Aber auf jeden Fall kannst du diese Produkte in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox drin. Naja, die Verlosung ist natürlich für meine treuen Abonnenten. Also solltest du selbstverständlich Abonnent meines Kanals sein oder das einmal hier unten kostenlos nachholen. Würde ich mich mega darüber freuen. Und jetzt machen wir das Schätzchen doch mal auf. Beziehungsweise wir gucken uns das erstmal von außen an. Zuallererst haben wir hier so eine Plastikhalterung drumherum, die wir erstmal versuchen zu lösen. So, das Plastikmoped kann ab. Huch. Ja. Das dient zur Stabilisierung des Ganzen. Und ja, der sieht echt schick aus. Viel erwachsener als der Pinguin-Adventskalender selbstverständlich. Hier haben wir ein schickes Schleifchen, welches wir natürlich öffnen. Tada! Und dann kann man ihn einfach aufklappen. Irgendwas fällt da raus. Muss aufpassen. Was ist das? Oh. Warnings. Aufpassen, aufpassen. Okay. Schade. Wir haben einen Kläppchen-Adventskalender und keinen Boxen-Adventskalender. Das finde ich persönlich echt traurig, weil wir haben hier echt 90 Euro für bezahlt. Da sollte man doch eigentlich in Boxen investieren können. Aber na, so sieht er jedenfalls aus. Er sieht wirklich weihnachtlich aus, ne? Also das Design von dem Adventskalender gefällt mir tatsächlich wirklich gut. Abgesehen davon, dass es Kläppchen sind, ne? Wir starten hier mit der Nummer 1. Und das fängt schon mal hammermäßig an. Und zwar mit Huda Beauty. Huda Beauty ist eine wundervolle Marke, die ich sehr, sehr gerne mag. Und hier haben wir ein Lip Strobe, glaube ich, ja. In der Farbe Shameless. Wow, ja, da musst du auch wirklich shameless sein, ne? Schamlos. Weil das ist ja mal eine krass geile Farbe. Ich swatch den mal auf meinem Handrücken. Ich habe sowas in Gold. So ein Lip Strobe, das riecht unfassbar süß und richtig geil. Kann man so als Lip Topper nehmen. Ich swatch den erstmal solo. Der schimmert echt Gold, Kupfer, Grün, Gelb. Also da ist wirklich alles mit dabei. Ob man das in der Kamera so sieht, sei mal so dahingestellt. Ja, ich tupfe mir mal so ein bisschen über meinen Lippenstift drüber. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ne? Macht nochmal so einen schönen Schein drauf, einen wirklich groben Glitzer, ja, aber das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Also das ist echt ein Produkt, was du als Lip-Topper verwenden solltest und nicht solo, ne? Aber ich finde es cool. Ja, sieht echt wohl geil aus. Und sowas ist nicht günstig. Ja, das ist verdient drin, eine Full-Size-Größe, ne? Ich vermute, hier sind keine Proben drin. Oder ich hoffe vielmehr. Die Nummer 2. Oh, es geht schon wieder weiter mit diesen krassen Marken. Benefit. Sagen wir mal nett. Gimme Brow Plus. In der Farbe 3. Brow Volumizing Fiber Gel. Okay, also das ist für die Augenbrauen. Achso, ich sollte das so halten, ne? So ein schöner Zauberstab. Ich wollte mir immer schon mal dieses Brow Gel von Benefit holen. Ich weiß nicht, ob die Farbe 3 meine Farbe ist. Sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Riecht angenehm. Und ist halt so ein mini, mini, mini Bürstchen, ne? Das ist echt süß. Knuffig, ja. Hier haben wir wahrscheinlich so eine Mini-Größe, 1,5 Gramm, aber sowas kannst du tatsächlich auch im Laden so kaufen. So als, ja, ich weiß nicht, Mini-Größe nennt sich das wirklich von Benefit, ne? Ich kaufe mir auch sehr, sehr gerne Mini-Produkte, um sie halt erstmal zu testen. Und gerade so dekorative Kosmetik oder so, das dauert ja wirklich lange, bis es leer ist. Auch diese Highlighter und hast du nicht gesehen, das kaufe ich mir gerne in Mini, weil einen großen brauchst du eh nie auf. Also, geil. Gimme Brow, gimme Brow, gimme Brow, Brow, Brow. Die Nummer 3.
Laneige, eine Sleeping Care Water Sleeping Mask. 15 Milliliter sind hier enthalten. Ich muss mich echt an diese Overnight-Masken rantrauen. Ihr schreibt mir das immer wieder in die Kommentare. Claudi, auch wenn du ein Bauchschläfer bist, trau dich einfach mal. Vielleicht kann mich diese Marke mal dazu bewegen, auch wirklich eine Sleeping Mask zu verwenden. Es ist ein süßes Pöttchen, ne? Aber es ist cool. Und weiter geht's mit der Nummer 4. Tarte Baby. Finger gequetscht. Nicht so geil. Au, au. Das ist der Amazonian Clay 12 Hour Blush. Wow. In der Farbe Exposed. Wow. Huch, zack. Das ist die Folie, die gerade runtergefallen ist. Ja, geil. Sehr, sehr dezent, sehr leicht. Also lässt sich dann wahrscheinlich auch einfach schön aufbauen. Aber schön. Schön, schön. Oh, riecht nach nichts. Sie riecht, sagt oh und sagt, es riecht nach nichts. Du hast da als Prägung auch Tarte drin stehen und den Amazonas sieht man da, glaube ich, auch mit drauf. Ich weiß nicht, ob das die Kamera auch so auffängt, aber ich glaube schon. Und ja, geil, ne? Cool. Cool. Einfach mal ein Tarte-Produkt drin. Ja. Okay, wir gehen jetzt etwas vorsichtiger mit dem Adventskalender um. Nicht, dass wir wieder den Finger einquetschen. Das wäre nicht so geil. Hier haben wir die Nummer 5. Pie Rose Hip Bio Regenerate Oil. Das ist ein Öl. Aha. Kenne ich so nicht, muss ich gestehen. Ja, also das ist wohl ein Rosengesichtsöl. Cool. Ich mag solche Fläschchen mit Pipetten. Das ist immer so hochwertig. Es riecht sehr, sehr natürlich, muss ich sagen. Also, ja. Muss getestet werden. Jetzt zum Winter hin verwende ich auch sehr, sehr gerne Öle, sowohl fürs Gesicht als auch für den Körper. Aktuell verwende ich tatsächlich sogar auch ein Körperöl anstatt von einer Bodylotion. Sehr geil. Oh, Nikolaus ist richtig schön groß. Das gefällt mir. Okay, es ist eine Schlafmaske. Yay! Aber es ist ein Panda. Oh, es ist süß. Es hat sogar Öhrchen dran. Oh nein, ist das niedlich, oder? Oh Gott. Oh Gott, ist das süß. Die Nummer 7. Fenty Beauty. Komm zu Mama. Ich habe mal was von Fenty gehabt. Und zwar ein Lippenprodukt. Das war aber überhaupt nicht meine Farbe. Das sah nicht aus. Was haben wir hier? Pro Filter Instant Retouch Primer, 4 Milliliter. Okay, ich glaube, das ist schon eine Probe, ne? Da brauchen wir gar nicht, glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist eine Probe. Soft Matt. Matt ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Aber es ist einfach ein Primer von Fenty Beauty und den möchte ich mal ausprobieren. Doch süß, ne? Ach ja. Das Packaging alleine ist schon schön. Ich glaube, das ist ein Glasflakon. Oder ist das Plastik? Doch, das ist Plastik. Ja, das ist Plastik. Jetzt habe ich das an der Nase. Toll. Ganz toll. Hat keinen großen Duft. Ist jetzt hier so ein Haufen. Nur so ein Klecks. Ja, ist relativ dick von der Konsistenz. Fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Also auch wirklich, es fühlt sich feuchtigkeitsspendend an, ne? Also, muss jetzt natürlich auch noch erst einziehen. Ja, so riecht es jetzt ein bisschen. Aber man riecht schon, dass es ein bisschen was Feineres ist. Es riecht eher cremig. Die Nummer 8. Oh, Pixie! Ja! Ich habe letztens mal was von Pixie gekauft und habe auch gesagt, ich möchte mal mehr von Pixie oder von der Marke allgemein ausprobieren. Also von Pixie halt. Komm raus! Ich will nicht raus. Komm. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier jetzt drin habe das Glow Tonic. Skin Treats since 1999 mit 5% Glykolsäure und das ist ein Exfoliating Toner. Okay, 100 Milliliter sind hier enthalten. Also da muss ich wirklich mal schauen, wie ich den anzuwenden habe, denn da bin ich wirklich vorsichtig. Ne? Nicht, dass es mit irgendeiner Säure ist, die quasi meinem Gesicht schädigen würde. Würde ich dann vielleicht tatsächlich auch eher abends verwenden, ne? Dass ich halt nicht dann direkt in die Sonne gehe, sei es auch nur im Winter, da ist die Sonne ja auch da. Oder man benutzt danach auf jeden Fall was mit Lichtschutzfaktor, keine Ahnung. Ja. Aber Toner und gleichzeitig so ein Peeling-Effekt, also Exfoliating, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist cool.
Ich muss sagen, dass ich auch von dem Kalender erwarte, dass hier richtig geile Produkte drin sind, denn der war echt teuer, ne? Also für 90 Euro, da willst du auch was haben. In der neuen haben wir was von Mercy Handy. Ja, es ist eine Marke, die auch bei Sephora geführt wird, aber Mercy Handy ist jetzt nichts, was ich jetzt hier drin erwartet hätte. Hand Cleansing Gel Glitter Fever, 30 Milliliter, also nee. Auch wenn es schön weihnachtlich ist mit dem Glitzer und so weiter. Sowas gehört nicht in einen 90 Euro Adventskalender. Die Nummer 10. Marc Jacobs. Le Marc Lip Cream. Rouge à Lèvres Cream. Aha. 1,7 Gramm. Ja, aber Marc Jacobs ist, ne, krass. Slow Burn. 246. Irresistible Shades, 10 Luxurious Hours, Iconic Style, boom. Das ist schick, das ist wirklich schick. Es ist halt klein, aber ich meine, es dauert doch ewig, bis man Lippi aufbraucht. Ne? Das ist halt eine richtig schöne Nude-Farbe. Das ist klassisch, das gefällt mir. Riecht nicht wirklich nach irgendwas. Wird geswatcht. Oh, ist der schön. Das ist ein toller Ton. Oh, so ein schönes Move-Rosenholz-Gedöns. Nude-Tülü. Mag ich. Finde ich richtig klasse. Und darüber dann die Stroke Cream. Wow. Bring me to heaven, 11. IGK. Okay, kenne ich nicht. Das ist jetzt aber auch wieder eine Probe. Mensch. New York City, Mia, LA, keine Ahnung. Mistress Hydrating Hair Balm. 15 Milliliter. Okay. Süß. Mit Kokosnussöl. Und das ist einfach ein feuchtigkeitsspendender Haarbalsam. Ich habe meine Haare offen, meine Haare können Feuchtigkeit vertragen, wir testen das aus. Ich entferne meine Ringe, denn ansonsten wird das Ganze hier etwas frickelig. Das wird nicht funktionieren. Ich hasse es, wenn ich Ringe anhabe und dann meine Hände zum Beispiel eincreme oder so. Oh, ich muss das auch immer beim Händewaschen abnehmen, sonst drehe ich durch. Und gut, das riecht aber angenehm. Das riecht angenehm. So. Oh, das wird wässrig zwischen den Fingern, das ist sehr angenehm. Dann nehme ich mir die Längen, gebe mir das in die Längen. Ich weiß nicht, muss man das ins trockene Haar machen? Da stand nichts davon, dass man das irgendwie im nassen Haar und ausspülen und so, ne? Ich glaube, das ist einfach nur so ein feuchtigkeitsspendendes Gedöns für zwischendurch. Also, ich habe jetzt schon mal Frizz weg, aber das hätte ich auch erreicht, wenn ich sie einfach nass gemacht hätte. Jetzt mal so als Unterschied. Ich meine, hier, ne, es sieht ein bisschen strähniger aus. An die Spitzen bin ich noch nicht gekommen, da muss ich noch dran. Und das hier ist dann quasi Normalzustand. Ja, ist schon ein Effekt, ne? Aber man sieht auf jeden Fall schon mal einen Unterschied. Doch, das sehe ich definitiv. Da mache ich die andere Seite jetzt auch noch. Ja, ne? Also es sieht jetzt wohl Feuchtigkeit gespendet aus, aber halt auch echt strähnig. Aber wir lassen das Ganze jetzt auch mal trocknen. Wir haben ja noch ein paar Kläppchen vor uns, um zu schauen, wie sich das so entwickelt. So, jetzt gehen wir nämlich zur Halbzeit über und zwar zur 12. Die ist wieder hier unten, also groß. Die ist wieder hier unten, ne? Von Frank Body. Guess what? You'll be naked in a minute. Weißt du was? Du wirst nackt sein in einer Minute. Und da ist einfach ein Popo abgebildet. Aha. Das ist sehr provokativ, würde ich mal so sagen, ne? Original Coffee Scrub. Okay. Ja, für weiche, glowy Skin. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Also ich glaube, das ist hier wirklich so ein trockenes Gedöns. Und dann musst du dich erst nass machen. Dann musst du das drauf machen. Dann musst du dich scrubbeln. Und dann kannst du dich sauber machen. Okay. Ja. Mal gucken. Das letzte Mal, als ich hier Kaffeepeeling verwendet habe, habe ich gedacht, ich rieche nach Biotonne. Mal gucken, ob das hiermit anders sein wird. Ich hoffe. Sonst wäre es echt schade drum, ne? Die Nummer 13. Too Faced! Oh, das sind so die Marken, ne? Bei denen schmilze ich dahin. Too Faced, Benefit und oh, Tarte. Das sind so, ich weiß nicht warum, aber das sind einfach so Marken, wo ich denke, boah, geil, haben will. Ne? Also das ist noch heißer für mich als Hourglass oder so zum Beispiel. So, Too Faced haben wir hier und das ist Born This Way. Und jetzt muss ich es umdrehen. Ein Translucent Setting Powder. 1,5 Gramm sind enthalten und das finde ich cool. Oh, ein Too Faced Setting Powder, da fühlt man sich ja edel. Schön. Direkt darüber befindet sich die Nummer 14. Was bist du?
Lano Lips Hydrating Lip Luminizer. 12 ml sind hier enthalten. Das ist die Farbe Desert Glow. Das ist so ein Lipgloss, ne? Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Da, wow, das kannst du auch als Liptopper verwenden. Hat hier so einen Rausdrückapplikator. Und das kannst du wahrscheinlich auch so zwischendurch verwenden und dir dann so auf die Lippen drauf schmieren. Ich bin jetzt nicht so Freund von diesen Applikatoren, muss ich gestehen. So kommt das raus in so einem Würstchen. Aber normalerweise trägst du das ja mit diesem Ding direkt auf deinen Lippen auf. Ob das hygienisch ist oder nicht, sei mal so dahingestellt, ne? Aber ich verblende das jetzt mal mit diesem Applikator, um entsprechend den Effekt zu erzielen, den man ja quasi mit diesem Vieh hinkriegen würde. Und das sieht schön aus, doch, ne? Da kannst du dir einfach mal kurz zwischendurch einen schönen Glow drauf zaubern. Das riecht fruchtig. Boah, das riecht richtig fruchtig. Das riecht voll nach O-Saft. Die 15 ist ganz schön riesig, oder? Oh, ja! Was haben wir jetzt hier? Flash Patch Restoring Night Eye Gels. Ach so, schade. Ich dachte, das wäre eine Maske. Ich meine, das Logo oder dieses Bild hätte darauf vermuten lassen können, dass es Augenpatches sind, ne? Von Patchology. Aha. Ein Paar ist das. Für 5 Minuten oder länger, wie du es haben willst. Und dann musst du das verbleibende Serum in die Haut einmassieren. Und das benutzt du quasi vorm Schlafengehen. Also jetzt nicht während des Schlafens, sondern vor dem Schlafengehen. Ja, das ist cool. Das werde ich denke mal, heute Abend verwenden. Doch, ja, cool. 16. Luna Retinol Sleeping Night Oil Sunday Riley. Okay, da sind drin 5 ml. Und das ist ein Nachtöl, was du dir quasi dann über Nacht drauf machen sollst, damit deine Haut toll wird. Irgendwie. Also die Verpackung fühlt sich ehrlich gesagt schon mal ziemlich hochwertig an, weil du dieses Samtige hast. Manchmal hast du das bei Verpackungen, dass sie sich ja so etwas Samt anfühlen. Und es fühlt sich hochwertig an. Ich glaube, es ist sackteuer. Dann haben wir hier tatsächlich eine Glaspipette. Und jo, ne? So schaut sie aus. 5 ml. Ei, ei, ei. Ist eine Probe, aber eine sehr hochwertige offensichtlich. Ja, und während du schläfst, soll alles schön werden. Quasi. Die 17. Oh, ich hatte noch nie einen Original Beauty Blender. Oh, wie wahnsinnig cool. Jetzt habe ich einen Original Beauty Blender. Alle schwärmen davon. Alle reden davon. Alle sagen, oh, den kann man nicht mit dem Beauty Blender vergleichen. Oder, oh, der ist voll wie der Beauty Blender. Und jetzt habe ich einen Original Beauty Blender und kriege ihn nicht auf. Ganz ehrlich, wenn mir jemand den so in die Hand geben würde, würde ich dir nicht sagen können, hey, das ist ein Original Beauty Blender. Nö. Also so schaut ein Original Beauty Blender aus. Jo. Und Alto Belly, der ist ja richtig weich. Das wusste ich nicht. Der muss mal verwendet werden, ne? Und so ein schönes Rosa. Ich mag ja lieber dunklere Farben bei diesen Schwämmchen, weil dann siehst du das nicht so schlimm, wenn die sich so krass verfärben. Auch wenn ich die tatsächlich immer noch in die Waschmaschine und so mit reinpacke, ist hier eine Gebrauchsanweisung von einem Beauty Blender mit drin? Ja, nein, wie geil, richtig geil. Ich habe einen Original Beauty Blender, mein erster. Und ich hoffe, Sammy wird sich den nicht mopsen, das verbiete ich ihm. So, meine Haare fühlen sich übrigens jetzt nicht mehr so klebrig an, aber noch ein bisschen feucht. Oh, wir lassen es noch ein bisschen wirken. Die 18 haben wir hier oben. Mist, nein. Oh Leute, ich mag diesen Trend nicht, dass überall müssen einfach Zahnpasten drin sein. In Adventskalender gehören keine Zahnpasten. Ich finde es furchtbar. Mr. Blanc Teeth Bamboo Charcoal Whitening Polish Mint Flavor 25 ml. Ich möchte mich da gar nicht weiter zu äußern, außer gehört da nicht rein. 19. Oh. Eine Nachtcreme von Polar. 25 ml sind enthalten. Das ist witzig, denn ich habe gerade erst eine Tagescreme von Polar in einer Beautybox drin gehabt. Praktisch. Ja, geil. Ne? Soll super sein. Soll revitalizing, also wieder revitalisierend mit irgendeiner Alge und total super und hast du nicht gesehen. Ja, ne? Geil. Jetzt habe ich wieder Tages- und Nachtcreme zusammen. Wir kommen schon in den 20er-Bereich. Oh, komm raus. Das ist eine Marke, die zeigen doch aktuell irgendwie gefühlt alle in die Kamera. Und zwar ist es von Milk ein Produkt. Ich habe noch nichts von Milk. Was ist das? Richtig rumhalten. Cooling Water. Aber was bist du? Make-up? Du bist kein Make-up.
Das ist einfach nur so ein Kühlungsstift für Gesicht und Körper. Wow, ja, das ist doof. Vielleicht hätten die da so ein Primer oder sowas mit reinmachen können. 6 Gramm sind hier enthalten und das ist jetzt einfach ein Produkt, womit du irgendwie dich kühlen kannst. Ja. 21. Hier. Ich sehe es nicht, die 6 hängt davor. Was ist das für ein Stift? Oh, Kat Von D, Tattoo Liner, Baby. Trooper Black, 0,2 Milliliter. Heidenei, das ist ja der Wahnsinn in Tüten. Krass. Das ist ja winzig. Also dieser Kat Von D Tattoo Liner soll ja ultra sein. Alle schwärmen davon und sagen, boah, Hammer. Und dann finde ich es auch ganz geil, wenn man den mal austesten kann. Und wenn der halt gefällt, kann man den ja groß nachkaufen. Aber ich finde es halt immer blöd, wenn man sich so teure Sachen kauft und die gefallen einem nicht, weißt du. Und dann hast du es angefangen und dann liegt das nur rum und dann ärgerst du dich und ärgerst dich jedes Mal, wenn du es benutzt und du hast so viel Geld dafür bezahlt. Und dann ist es eigentlich ganz cool, wenn du im Adventskalender mal eine Probiergröße hast. Aber ich finde 0,2 Milliliter doch sehr mau. Okay, der hat halt so eine ultra krass präzise Spitze und das ist ja voll meins, ne? Also so ein Filz-Eyeliner mit so einer präzisen Spitze. Oh ja. Ich spüre gerade vollkommene Verbundenheit zu diesem Tattoo-Liner, weil der halt so mega spitz nach vorne zusammengeht. Der ist aber, glaube ich, gar kein Filz-Eyeliner und der ist so, der glänzt richtig von der Spitze her. Boah. Nee, das sind Pinselchen. Boah, kannst du da präzise mit. Also ich habe jetzt keinen präzisen Swatch gemacht, aber du kannst da sehr präzise mit arbeiten. Und das finde ich. Das haut mich gerade um, den finde ich wundervoll. Boah, ist das schön. Okay, dann schauen wir mal, was die 22 jetzt zu bieten hat. Ui, die ist gut, die ist gut. Komm. Und zwar von Too Faced, die Better Than Sex Mascara. Die habe ich in groß, habe ich in Verwendung und finde ich wundervoll. Die ist echt toll. Das hat sich gereimt. 3,9 Gramm sind hier enthalten. Das ist halt so riesengroß. Es ist ein Kunsthaarbürstchen, was halt in der Mitte einmal so zusammengeht. Aber ich kann es euch nur empfehlen, euch die mal anzuschauen. Sie ist etwas teurer, aber wer zum Beispiel die L'Oreal Paradise Ecstatic kennt, der kennt auch diese Bürstchenform. Und vor allem liebt dann wahrscheinlich auch diese Bürstchenform, denn sie ist toll. Die macht echt geile Wimpern. Ihr habt mich schon öfters mal in meinen Videos gefragt, Mensch, Claudi, welche Mascara trägst du gerade, wenn ich wirklich so buff Wimpern hatte? Und das war dann auch die Better Than Sex Mascara sehr, sehr häufig. Was haben wir noch? Die 23 und die 24. Beides sehr schön große Kläppchen. Aber erstmal die 23, ne? Oh, da haben wir eine Palette drin von Sephora. Geil. Eine 6 Eyeshadow-Palette. Und sieht die nicht hammergeil aus? Das ist echt schick. Also das Design gefällt mir schon mal richtig gut. Es glitzert. Glitzern ist immer schön. Ist sie magnetisch verschlossen? Gut, du hast hier jetzt keinen Spiegel mit da drin, ne? Das ist natürlich schade. Aber es sind hammerschöne Töne. Boah, also den Laster, den will ich jetzt mal kurz swatchen, weil der scheint Duochrome zu sein. Boah, fühlt er sich schön an. Ja, das ist ein Duochrome. Duochromes habe ich jetzt schätzen und lieben gelernt durch die 1991 Alicia Marie Palette. Oh, wow. Der hat schöne Schimmerpigmente auch mit drin, ne? Hammer. Der ist geil. Der ist geil. Cool. Sparkle nehme ich auch mal. So ein dunkles Rot. Halt auch sehr, sehr weihnachtlich, die Farben in der Palette, was ich sehr begrüße. Auch das ist ein Duochrome, glaube ich. Oh, guck dir das an. Ist das schön. Finde ich voll geil. Und dann nehme ich mal Glitz auch nochmal. Der ist ein bisschen gröber. Der hat so einen Silberschiff noch mit drin. Hammer. Das gefällt mir. Das sind schöne Töne. Boah, jetzt habe ich zwar Glitzerfinger, aber ich habe eine Leggings an, da kann ich es dran abwaschen, wischen. Geil. Die ist echt schön, die Palette. Die krümmelt ein bisschen, aber ich war jetzt auch mit den Fingern drin, ne? Die wird noch eingehend getestet. Oh, geil. Ich dachte erst, als ich hier hinten die Farben so drauf gesehen habe, ob das was für mich ist, ne? Eigentlich ist es sehr, sehr klassisch, aber dann nimmst du diese Töne raus. Und denkst dir, ja, die ist schon ziemlich geil. Okay, das war jetzt schon die 23. Und jetzt gucken wir mal, was das Highlight des Adventskalenders ist. Und zwar hier die Nummer 24, die natürlich in einem wundervollen Türchen hier ist. Mit einem richtig schönen Snowball drauf, mit einem schönen Eisgedöns. Und hier haben wir zwei Produkte drin. Wow. Okay, zum einen haben wir hier noch ein Lippenprodukt drin.
Von der Sephora Eigenmarke. Okay, 3,5 Gramm und das ist ein schönes Packaging und das wird dann auch wahrscheinlich so ein ganz normales Rot sein. Werde ich demnächst mal weitergeben, weil ich habe jetzt so, so viele rote Lippenstifte, Lippenprodukte, wie auch immer. S10 What's Up ist die Farbe und brauche ich jetzt nicht swatchen. Also hier sieht man schon oben, wie die Farbe aussehen wird oder halt am kompletten Packaging, ne? Ja. Das ist der obligatorische rote Lippenstift, den man nun mal in diesen Adventskalendern drin hat. Und dann habe ich hier von Kay Ali Collection 01 Eau de Parfum. Und da sind 4 x 1,5 Milliliter drin. Okay. Das scheinen Parfümproben zu sein. Ja, also ich sag mal so, wenn Parfümproben so kommen, ist es okay. Ob das in die 24 gehört, weiß ich nicht, aber ich habe auch nicht den Hauch einer Ahnung, wie viel das wert ist. Elixier, Zitrus, Musk und Vanilla sind die Düfte. Die werde ich testen, die werde ich ausprobieren und die werde ich auch sehr wahrscheinlich aufbrauchen. Ich finde es schön, dass es wirklich pumpzerstäuber sind und nicht halt nur so, ne? Da ist irgendwie so ein Viech drin und dann kannst du dich damit einschmieren, sondern du hast wirklich Pumpviecher und ja. Es sind 4 Stück. Es scheint eine hochwertige Marke zu sein. Das scheinen auch irgendwie Glasflakons oder so zu sein. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich glaube ja. Ne? Also das sieht auch alles sehr, sehr schick aus. Hätte ich mir persönlich wahrscheinlich eher so in der 6 vorgestellt. Aber auch da war ja eine Schlafmaske drin. Also die 6 und die 24 waren jetzt nicht so die Ultrakracher, oder? Naja, aber gut. Parfümproben in der 24. Andererseits muss man dazu sagen, es sind auch 6 Milliliter Parfüm, ne? Also das ist halt auch nicht wenig und es wird wahrscheinlich auch recht hochpreisig sein. Alles in allem hat mir dieser Adventskalender richtig gut gefallen. Ich hätte mir bei einem 90-Euro Adventskalender vielleicht doch etwas mehr Produkt gewünscht, also dass die Produktgrößen etwas größer gewesen wären. Verglichen mit dem Glossybox und dem Lookfantastic Adventskalender hat der hier nicht so gut dagegen anstinken können. Dennoch blende ich dir hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke aber auch, dass er relativ hoch sein wird, weil hier sind schon ziemlich krasse Marken drin, ne? Naja, also ich finde ihn gut. Ich würde ihn auch weiterempfehlen, hätte aber tatsächlich von Sephora doch etwas mehr erwartet, denn das Repertoire wäre größer gewesen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!